Herr Doktor! Ach, Anna. Wo wollen Sie denn hin? Ja, ich muss dringend, muss dringend zum Abitur. Herr Doktor, ist was passiert? Ich bin verletzt! Hier stelle ich euch euren neuen Mitschüler vor, Benno Geier. Guten Morgen, Kommilitonen und Tinnen. Naja, würde ich Ihnen raten, mal zu einem Nervenarzt zu gehen. Mhm. Haben Sie Erscheinungen dieser Art öfter? Nein. Das ist doch die Höhe, Fritz. Du hast in Latein 4 geschrieben. Sag mal, was fällt dir eigentlich ein? Ich schinde mich, ich büffle, ich strampele mich für dich ab. Und du hast ja auch noch Kritik zu üben? Na ja, immerhin war ich in Latein immer der Beste. Ich werde mir doch noch Sorgen machen dürfen, dass du mein Abitur gut bestehst. Also ich muss schon sagen, dein Bruder Fritz war immer ein Vorbild unserer Klasse. Der war in allem beschlagen. Du scheinst mir eher beklopft zu sein. Ach, Sie sind der Fritz. Also Sie habe ich mir auch ganz anders vorgestellt. Ja, zur Erforschung der Gestirne. Genau, und was wissen Sie über das Sirius-Spektrum? Worüber? Sirius-Spektrum. Das Sirius... Ungenügend. Gestatten Sie. Das nimmt allerdings bedenkliche Formen. Das Leben ringt zu mich her. Das ist so fremd mir und so fein. Doch wenn eine Tür geht, dann bild ich mir ein, du sei. Wenn erst der Abend kommt und wenn es dunkel wird, dann bin ich immer so. Aber Benno, wenn man jemanden lieb hat, dann ist es doch ganz egal, was er ist. Du streng dich nicht an, du munteres Rehlein. Aus meinem Bruder wird nie ein flotter Hirsch. Wissen Sie was? Wir trinken Bruderschaft, dann kann nichts mehr passieren. Nichts, Mann. Das... So, und jetzt ein Küsschen. Was? Auseinander! Auseinander! Benno, dass du dich nicht schämst. Du bist mir so sympathisch. Das ist zwar problematisch, weil es nach allem Schönen auch einmal Tränen gibt. Renate, wenn Sie nicht so ein unreifer Oberprimaner wären, Herr Geier, dann würde ich verlangen, dass Sie die Konsequenzen ziehen. Was? Was hat das zu bedeuten? Was denn, Herr Doktor? Ja, wo kommen denn die Mäuse her? Was denn für Mäuse? Ich leide doch nicht an Halluzinationen. Aber hier ist alles voller Mäuse. Es tut uns sehr leid, Herr Doktor, aber hier ist nirgends eine Maus. Kannst du nicht wenigstens in der Pause mal Pause machen? Ich habe mir etwas in den Kopf ge... Was ihr mir hier angetan habt, das werde ich noch sehr bereuen. Das werdet ihr noch sehr bereuen. Aber Sie werden es nicht bereuen, wenn Sie diesen umwerfend komischen Musterknaben kennengelernt haben.